Liebe Sportkameraden, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen. Samstag, 18.04.2020. Der BFC Dynamo empfängt im Schulz-Hotels-Stadion der Weltjugend den FC Corona Corvid. Wie immer an meiner Seite unser Experte und Pressesprecher Martin Richter. Hallo Martin, herzlich willkommen. Hallo Matze, hier in der alten Wirkungsstätte, quasi das Wembley des Ostens, das Stadion der Weltjugend. 1950 gebaut für fast 80.000 Zuschauer. Erlebte es große Spiele, insgesamt 115 Auftritte des BFC Dynamo und damit auch das letzte 1989, den Pokalsieg gegen den FC Karl-Marx-Stadt 1:0, damals Siegtorschütze Andreas Thom. Aber es schaffte auch einmal 80.000 Zuschauer 1957 gegen einen polnischen Zweitligisten 80.000 Zuschauer mit der Ankunft der Friedensfahrt, die damals sehr beliebt war. Und heute nun die unbeliebteste Mannschaft des Planeten, der FC Corona Covid. Ja, Martin, du hast es richtig gesagt, eine spannende Geschichte, ein spannendes Stadion und heute natürlich ein spannender Gegner, gegen den wir hier im Stadion spielen. Das Stadion wurde ausgebaut mit Hilfe der Schulz Hotels Group. Wir haben es geschafft, also die Kapazität sogar von 50.000 auf 70.000 zu erhöhen. Das Stadion ist, wenn man sich nachher mal umguckt, auch komplett ausverkauft. Wir haben es also geschafft, das Stadion ist weinrot, es brennt der Kessel und wir erwarten einen schweren Gegner. Ja, der General Wuhan als Trainer der Gäste hat eine quasi Weltauswahl auf den Rasen gezaubert. Jorge Pest, Carantinho, Arthur Vidal, der Argentinier Desinfección. Desinfección. Und ganz genau. Im Tor der Spanier Influenza. Also eine richtig große Truppe. Das wird ein richtig harter Brocken für unseren BFC Dynamo. Aber seien wir mal ehrlich, Martin, ich glaube, diese Mannschaft hatte vor wenigen Wochen und Monaten noch gar keiner so richtig auf dem Schirm. Das ist natürlich schon explosionsartig, wie sie also überfallartig, also vielleicht sogar ganz Europa und sogar die Welt eingenommen haben, an die Weltspitze gestürmt sind. Wir erwarten von dem Gegner also heute auch einen starken Auftritt. Wie wird sich unser BFC Dynamo, meinst du, heute schlagen gegen diesen Gegner? Ja, ich denke, Christian Benbenek hat eine tolle Mannschaft zusammen. Die Mannschaft ist heiß und wenn er es schafft, das Mittelfeld zu unterbinden, dass die Jungs da richtig zum Zuge kommen, glaube ich, wird das hier eine richtig heiße Partie. Und ich glaube, die 70.000 Zuschauer im Stadion werden da wirklich voll auf ihre Kosten kommen. Also wir gehen davon aus, dass der BFC es schafft, seine Abwehrkräfte zu stärken, dass man versucht, frühzeitig auch ein Gegenmittel zu finden gegen diesen Gegner, den wir natürlich im Moment alle zum Teufel wünschen. Aber wir erwarten erstmal spannende 90 Minuten. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich zum Spiel. Genau, gleich bei BFC TV. Herzlich willkommen zurück. Schulz Hotels, Stadion der Weltjugend, BFC TV. Der BFC Dynamo empfängt also Corona-Covid-19 am Samstag, dem 18.04. Martin, was können wir noch ein bisschen über den Gegner vielleicht sagen? Ja, der Trainer General Wuhan hat eine wirkliche Weltauswahl, wie gesagt, auf den Rasen geschickt. Und ich glaube, das wird eine ganz harte Nuss heute für den BFC. Aber Trainer Christian Benbenek hat die passende Medizin. Er schickt eine 4-2-3-1-Formation ins Rennen. Ah, da dürfen wir gespannt sein, ich glaube. Ne? Die Spieler Philipp Schulz im Zentralen, Andi Pollasch, ich glaube, auf die wird heute ankommen, da schnell ein Gegenmittel, wie gesagt, finden. Versuchen natürlich schnell selber Druck aufzubauen, nach vorne zu kommen. Das ist quasi mit die Aufgabe. Ja, Andor Bojuki, den werden wir wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit sehen. Dennis Zitlak beginnt für ihn heute im Sturm. Der Dennis ist ja fast ein Eingewächs, kommt eigentlich von Empor, hat aber auch in der BFC-Jugend gespielt. Also ist schon, glaube ich, ein guter Mann. Lukas Brumme auch ein Eingewächs. Also der BFC ist natürlich auch eine gewisse Mischung, ne, aus eigenen Spielern. Man sieht es hier nochmal mit Joey Breitfeld, der also auch aus der eigenen Jugend kommt. Und Kevin Sommer, Urgestein, seit der F-Jugend beim Verein. Ja. Ein Verein fürs Leben. Schauen wir, was sie heute auf den Rasen bringen. Also pure Identifikation hier bei unserem BFC Dynamo, der sich heute also Corona entgegenstellt. Der Gegner geht mit folgender Formation an den Start. Im Tor der alte Spanier Influenza. Die Nummer 5, auf den sollten wir achten, den Norweger starker Husten. Carantinho mit der 10. Martin, was dürfen wir von dem erwarten? Ja, ein 19-jähriges brasilianisches Talent im Mittelfeld zieht die Fäden, verteilt den Ball. Ich glaube, das wird richtig schwer für die Verteidigung, diesen Spieler zu stoppen. Okay, wir sind gespannt. Gleich geht's los. Hier ist unser Kevin Sommer mit der Nummer 79. Und hier sehen wir Arthur Vidal. Auf den dürfen wir wirklich gespannt sein, wie schnell er es schafft, auch vor das gegnerische Tor zu kommen. Der Schiedsrichter der Partie, wo er gerade eingeblendet wird. Dr. Quarantäne aus Finnland, assistiert an den Linien von Bin Immun aus Südkorea und bleibt gesund aus Norwegen. Der Spieltag wird heute präsentiert übrigens von der KGR, von der Köpenicker Gebäudereinigung, bei der wir uns also ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. Dazu kommen wir aber gerne im späteren Zeitpunkt nochmal. Jetzt geht's also los, der Ball rollt. Lukas Brumme legt erstmal ab nach hinten, Chris Rea
und wird versuchen, ich denke, das Spiel in Ruhe aufzubauen. Wir werden abwarten, wie sich das Spiel entwickelt. Daniel Schaal gut auf die Außenbahn. Bringt den Ball zu Andi Pollasch, zu Brumme. Ja, da geht schon gut los, die Fans sind da. Das Stadion der Weltjugend Best tobt. Das war auch nicht anders zu erwarten, oder Martin? Ja, es raucht und qualmt ordentlich da im Block, wo die Fraktion H und die Ultras stehen. Ich glaube, da ist heute richtig Wahnsinnsstimmung. Hier sehen wir den Chinesen, Schnupfen. Ist mir übel. Starker Husten auf der Außenbahn, Arthur wieder rein. Und jetzt die Legende, George Pest. Nimmt den Gegenspieler aus, flankt zur rechten Seite. Da kommt der Carantino, haben wir gerade angesprochen. Zieht in den Strafraum rein, er legt ihn quer. Und 0:1, Arthur Viral steht blank am 5-Meter-Raum. Da stimmte die Zuordnung bei der BFC-Innenverteidigung nicht. Und dann kann Kevin Sommer den Ball nur noch aus dem Netz holen. Ja, ich würde auch sagen, da haben wir ein bisschen gepennt in der Abwehr. Aber munter putzen, weiter geht's. Aber so frühzeitiger Rückstand, Martin, das kann auch schon ein Nackenschlag sein für den einen oder anderen. Jetzt gilt's also Kopf hoch. Ja, Früher Rückstand, Christian Tag, Chris Rea haben da gerade nicht gut ausgesehen, aber ich glaube, sie werden trotzdem noch im Spiel wiederfinden und dann auch entsprechend ganz knallhart hinten abräumen. Also 0:1, früher Rückstand, Anstoß, es geht weiter mit Ronny Gabuczewski, Arthur Gerei, 3. Minute. Chris Rea auf Andi Pollasch, eine sichere Bank da im Mittelfeld, kam vom FSV Frankfurt, glaube ein guter Neuzugang. Philipp Schulz spielt mittlerweile seit 3 Jahren beim BFC, hat eine tolle Entwicklung genommen, der Spieler. Andi Schaal kam von Reda Wiegenbrück. Schulz, Schaal in die Mitte rein. Desinfektion, der Argentinier geht dazwischen. Gabuczewski legt ab. Gabuczewski nach außen. Zitlak zieht nach innen. Da kommt die Flanke. Ja, dann bringt der Gegner den Kopf dazwischen. Aber Schulz im Nachfassen. Zitlak. An den Pfosten. Lewandowski mit einem Kracher. Direkt Abschluss gesucht und knallt der Ball gegen den Pfosten. Schulz treibt den Ball nach außen. Brumme. Der Linksfuß. Wieder auf Schulz. Brumme. Was macht er? Er bricht nochmal die Situation ab. An die Pollasch. Oh, mit einer gefährlichen Flanke. Aber der Spanier-Influencer ist da, hat den Ball sicher. Und jetzt mit dem weiten Abschlag. Philipp Schulz gewinnt den Zweikampf im Mittelfeld auf Gabuczewski. Legt nochmal ab. Daniel Schaal. Pollasch, Lewandowski dreht sich gut. Zieht in den 16er. Drückt. Aber Influencer ist auf dem Posten und taucht ab und holt sich den Ball aus dem Eck. Und weiter geht es mit Einwurf. Ja, Joey Breitfeld. Die Geschichte sagt, an der Copacabana in Brasilien das Fußballspielen erlernt mit seinem Papa zusammen. Was der am Ball kann, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Da werden wir heute noch das eine oder andere. Oh, was für ein Fehler. Ja, Mundschutz lässt hier den Ball prallen. Hat Glück, dass der BFC-Stürmer nicht sofort auf diesen Ball spekuliert hat. Sonst wäre hier der Ausgleichstreffer möglich gewesen. George Best treibt den Ball nach außen. Aus ist mir übel. Ist mir übel auf der linken Seite. Ist mir übel. Macht die Meter. Aber da kommt Andi Pollasch. Gutes Stellungsspiel. Stellt seinen Körper dazwischen und klärt den Ball zur Ecke. 10 Minuten gespielt. Ein doch sehr zerfahrener Beginn. Ich hätte es ein bisschen anders erwartet, muss ich zugeben. Ich habe gedacht, das ist erstmal ein Abtasten. Aber hier ist wirklich direkt Feuer drin in der Partie. Der erste Eckball. Auf den kurzen Pfosten. Sommer kann klären. Lewandowski Ball sichern. Spielt ab zentral auf Ronny Gabuczewski. Und jetzt muss es schnell gehen. Arsch. Zu ungenau. Aber der zweite Ball kommt wieder zum BFC. Gabuczewski auf der Außenbahn. Findet jetzt Joey Breitfeld. Ja, bricht nochmal ab. Und jetzt quer. Ronny Gabuczewski, der zieht. Man sieht es schon, das Spiel im Mittel an sich. Lewandowski. Vertändelt sich da. Auch keine klare Bewegung drin. Da muss noch ein bisschen mehr Zug zum Tor kommen. Den Gegner wirklich unter Druck setzen. Eine klare Torchance für den BFC haben wir bisher leider erst eine gesehen. Andi Schaal
Rechts raus. Dennis Zitlak. Andy Pollasch. Joey Breitfeld. Auf Dennis Zitlak. Zitlak an der rechten Außenlinie. Im Zweikampf. Gegen Ismail Übel. Breitfeld Pollasch. Auf Gabuczewski, der kann sich durchsetzen. Aber wird nach außen abgedrängt und Schnupfen hat den Ball. Und geht dazwischen. Sieht so aus. Der Italiener Migräne. Es geht weiter mit dem Einwurf für also den FC Corona Covid. Migräne. Auf Schnupfen. George Pest. George Pest, die irische Legende. Was der schon spielerisch alles abgeleistet hat. Ein alter Bekannter. Sein Alter will er gar nicht angeben. Wir erwarten von ihm also heute den einen oder anderen doch vielleicht auch genialen Moment. Das ist ein Spieler, der das Spiel also entscheiden kann. Der auch mal ganz schnell das Spiel sogar beenden kann. Das wäre Infektion, der Egan Argentinier. Toll. Mundschutz auf der rechten Seite. Ja, das Spiel dreht sich aktuell hauptsächlich im Mittelfeld ab. Arthur Giral sehr weit hinten als Stoßstürmer, holt sich die Bälle ab. Das Spiel ist etwas verflacht momentan. Nicht auszudenken hätte General Wuhan auch noch den anderen Brasilianer Rotze Junior heute mit dabei gehabt. Der sitzt heute leider nur auf der Bank. Bei ihm lief es heute Morgen beim Warmmachen nicht so richtig. Schutz fängt hier den Ball ab. George Pest. Arthur Giral, George Pest. Ja, der kann was am Ball, das haben wir gesagt. Giral setzt sich durch. George Pest nach außen. Garantinho. George Pest. Ja, aber da fehlt so ein bisschen die Gegenwehr aktuell beim BFC Dynamo. Da wird zu wenig Druck entwickelt auf den ballführenden Gegner. Aber die Fans stehen hinter der Mannschaft. Die Fangesänge, man hört sie sehr deutlich, selbst hier bei uns in der Sprecherkabine. Andy Pollasch, jetzt muss man schnell gehen in die Spitze. Er bringt den Ball raus, rechts zur Seite, auf Dennis Zitlak. Dennis zieht in die Mitte, er drückt ab. Boah, Influencer lenkt den Ball um die Ecke. Boah, das hätte es sein können. Aber gut gehalten. Vom 38-jährigen Spanier. Der auch eine ganz bewegende Historie hat, aber da kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu. Jetzt sehen wir erstmal den Eckball. Ronny Gabuczewski. Bringt den Ball rein. Oh, an den Pfosten! Und der Nachschuss geht nicht rein, wird nicht verwertet. Das hätte sein müssen. Ja, Lewandowski steigt hier hoch und der Ball kracht gegen den linken Pfosten. Das hätte der Ausgleich sein können. Hier sehen wir noch einmal die Wiederholung, wie der Ball gegen den linken Pfosten kracht. Influencer wäre dort machtlos gewesen. Das wäre der Ausgleich gewesen. Ich hatte den Torschrei auf den Lippen, muss ich zugeben. Bin aber natürlich direkt verstummt. Der zweite Eckball, er kommt. Ronny Gabuczewski bringt ihn in die Mitte. Diesmal bringt er nichts. Der Gegner kann den Ball klären. Schauen wir mal, was Arthur Giral vorne macht. Er setzt sich da durch. Gegen Dennis Zitlak. Zitlak stark. Nimmt er ihn den Ball ab. Und jetzt in Ruhe das Spiel aufbauen von hinten. Joey Breitfeld. Dennis Zitlak. Ronny Gabuczewski. Ein sicherer Pool. Zu Ronny Gabuczewski kann man, glaube ich, auch einiges sagen. Ehemaliger Bundesliga-Profi. Unter anderem für Fortuna Düsseldorf. Für Hansa Rostock. Er kam jetzt vom FSV Zwickau. Finde ich einer der talentiertesten, aber natürlich auch schon einer mit der reifesten Spieler bei uns im Team. Einer, der das Team aber führen kann. Also der Mannschaftskapitän mit der Nummer 10. Die gerade am Ball gewesen auf Lukas Brumme. Einer von den jungen neuen Wilden. Wie man sieht, hatte er hier auch noch die Bandage um sein Knie nach dem Kreuzbandriss. Aber er wollte bei dieser Partie unbedingt dabei sein. Und er liefert hier heute bis dato eine richtig gute Partie ab. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass die Mannschaftsausstellung natürlich von euch mitbestimmt wurde. Liebe BFC-Fans, wir haben natürlich vorab euch abstimmen lassen, welche Spieler, also Christian Benbenek, aufs Feld führen soll. Diese Entscheidung ist gefallen, ist natürlich aber auch ein Zeichen für alle anderen. Wir sind hier 22 Mann und wir Fans, wir stehen hinter euch Jungs, die da unten auf dem Rasen gerade alles für uns geben. Quasi eine richtige BFC-Familie. So sieht es aus. 25 Minuten jetzt gespielt, 0:1. Freistoß, kurz hinterm Mittelkreis. Ah, da bringt nichts ein.
Wir möchten natürlich uns, wie gesagt, an der Stelle natürlich beim heutigen Sponsor of the Day, der Köpenicker Gebäudereinigung, herzlich bedanken, die das Spiel also unterstützt. Und natürlich alle anderen Sponsoren, die das hier heute möglich gemacht haben. Legen Sie gerne dazu auf die Banden dort hinten am Spielfeldrand. Eckball. Breitfeld köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Doch Schnupf fängt den Ball ab. Und er drückt ab. Arthur Viral. 0-2. 0-2. Völlig überraschend. Quasi aus dem nächsten. Die Partie war zuvor verflacht. Hier kriegt Breitfeld den Ball nicht weg. Schnupfen nimmt den Ball. Bedient sofort Arthur Viral, der nicht den Ball annimmt, sondern direkt abdrückt. Und Kevin Sommer streckt sich vergeblich. Der Ball schlägt zum 0-2 direkt im Winkel ein. Puh, diese kalte Dusche. Arthur Viral trifft also hier zum zweiten Mal. Mal sehen. Jetzt wird es wirklich ein spannendes Aufbauen. Mal sehen, ob die BFC-Mannschaft jetzt hier wirklich das Gegenmittel noch finden kann. Fast 30 Minuten gespielt. Steht 0-2. Das hätte, glaube ich, so keiner erwartet, auch in dieser Deutlichkeit. Die kommen, glaube ich, zweimal vors Tor, wenn ich es richtig gesehen habe. Und treffen natürlich auch direkt zweimal. Da sieht man auch eine hohe Effizienz bei diesem Gegner. Daniel Schall jetzt an der linken Außenseite. Auf Lukas Brumme. Daniel Schall. Nimmt Gabuschewski mit. Auf Schulz. Polasch. Polasch zur linken Außenseite. Die Flanke nach innen, aber Influencer ist da und krallt sich den Ball. Weiter Abschlag. Christian Tag fängt den Ball ab per Kopf, köpft ihn direkt zu Gabuschewski. Über Schulz geht der Ball zu Lewandowski. Polasch. Lewandowski. Wir gehen quer. Ronny Gabuschewski, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das 1-2. Oder wie ein anderer Kommentator sagen würde, wir haben ein Fußballspiel. Das war also der Anschlusstreffer unseres BFC Dynamos. Puh, gut gemacht hier an der 16er Kante. Lewandowski legt ihn also quer. Und Ronny Gabuschewski mit dem linken Vollspann. Ah, mit dem Innenspann. Drückt er ihn also über die Linie. Puh, wir haben ein Fußballspiel, Martin. Ja, definitiv. Und dich werden wir demnächst anmelden bei der Volkshochschule für Anatomie für Anfänger. Es gibt den Vollspann oder einen Innenriss, einen Außenriss. Alles dazwischen ist dann der Vollspann. Danke, Dr. Richter, für diesen qualifizierten Einwurf an der Stelle. Wir gucken hier mal weiter aufs Spielfeld. Boah, eine schöne Einblendung natürlich hier, die Fans. Das Tor zum 1-2 ist Leicester Stadion hier Tatsache. Total beben. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Bis zur Pause ist noch ein bisschen Migräne auf George Pest. George Pest, der hat natürlich das Talent, der weiß, was er mit dem Ball zu tun hat. Schirmt den clever ab, lässt sich nach außen zwar abdrängen, aber geht nicht richtig. Der Gegenspieler hin. Was für ein Tor! Unglaublicher Treffer, Carantinho. Das 1-3. 38. Minute. George Pest wird nicht gestellt. Quasi nur... Haut der den in die Maschen rein? Martin, sag mal. Ich bin sprachlos. Eskortiert wird dort George Pest an der Außenlinie. Dann völlig unbedrängt flankt er den Ball rüber und dort steht Carantinho, der mit seinen 19 Jahren diesen Ball wirklich direkt aus der Luft nimmt und in den Dreiangel schweißt. Da war für Kevin Sommer absolut nichts zu halten. Er trifft ihn noch optimal, das muss man wirklich an der Stelle dazu sagen. Ne? Ganz große Fußballkunst, großes Kino. Puh, kalte Dusche, Nackenschlag. Da kommen wir gerade also ran mit dem 1-2. Da erhöht der FC Corona Covid durch Carantinho also auf 1-3. Aber die Fans, die sind da, man hört sie im Hintergrund. Andi Polasch. Daniel Schall. Aber starker Husten der Norweger dazwischen. Migräne. Migräne. Da wird er nicht richtig gestört, da geht keiner richtig mit rein in den Zweikampf, ne? Daniel Schall holt sich den Ball jetzt aber endlich. Aber ziemlich zerfahren, das Spiel des BFCs aktuell. Lukas Brumme auf der linken Außenseite. Flankt den Ball in die Mitte. Ja, das kann man mal versuchen. Ja, hat er gerade wahrscheinlich bei Carantinho gesehen, aber der Schuss von Andi Pollasch, der ging vermutlich irgendwo auf die Straße. Der ist richtig weit geflogen. Genau, wären wir jetzt beim Football, würde der Schiedsrichter beide Arme in die Luft reißen und würde schreien Field Goal. Und es würde 4-3 stehen. 35 Minuten jetzt gespielt.
Der FC Corona-Covid, das muss man wirklich sagen. Eine Überraschung auf dem Platz. So stark habe ich sie persönlich denn doch nicht erwartet, dass sie es schaffen, uns so in die Defensive zu drücken. Man ist auch aus meinem Gefühl ein bisschen zu weit weg von den Gegnern, Martin. Man kommt nicht richtig rein in die Zweikämpfe. Aber der BFC natürlich mit aus meiner Sicht doch mehr Ballbesitz. Aber wenn, dann wird es halt gefährlich, sobald die Spieler vom Corona-Covid also den Ball am Fuß haben. Schulz. Da merkt man natürlich die Erfahrung der Gäste. Da sind richtige Superstars auf dem Platz. Da ist es für unsere jungen Talente natürlich doch recht schwer zu bestehen. Ja, man feuert sich hier gegenseitig an. Das hat die Wiederholung gerade nochmal schön eingeblendet gezeigt. Ich glaube, Martin, wir haben noch lange genug Zeit. Man sollte die Köpfe jetzt nicht unten lassen. Es ist noch alles möglich. Es ist 1-3. Aber es ist natürlich schon ein deutliches Ergebnis. Das muss man, glaube ich, sagen an der Stelle. Einwurf, Schnupfen, Migräne. Na, vertändelt den Ball da an der Außenlinie. Einwurf für den BFC. Julie Breitfeld nimmt den Ball hier auf. Auf Philipp Schulz. Schulz mit einem genialen rechten Fuß gesegnet. Technik wirklich wie ein ganz großer. Vertrag endet am Ende der Saison. Wir werden sehen, wo seine Wege hinführen. Wir hoffen, er bleibt beim BFC und soll mindestens ein oder zwei Jahre erhalten. Arthur Viral legt den Ball hier ab. Holt sich die Bälle wirklich tief im Mittelfeld. Ne? Ist mir übel. Husten. Aber Tag dazwischen. Die Abwehr hat sich jetzt so langsam da hinten etwas stabilisiert. Und bringt frühzeitig den Fuß dagegen. Ronny Jaruzelski. Abstimmungsprobleme hinten beim Gegner. Schuss aus der zweiten Reihe an die Polasch. Aber der Ball geht knapp vorbei. Weiterhin 1-3. Aber der BFC findet langsam wieder ins Spiel und trotz des Rückstands haben sie jetzt sich wieder in die Partie gefunden. Dann sehen, was der Trainer auch in der Halbzeit seinen Männern mitgibt. Wir erwarten natürlich schon nochmal ein deutliches Aufbäumen. Aber das lässt sich wahrscheinlich leichter sagen, als wenn man unten im Spielfeld steht. Der BFC Dynamo, natürlich ein Verein voller Geschichte, voller Historie. 1966 gegründet am 15. Januar. Serienmeister der DDR, Rekordmeister, 10 Meisterschaften hintereinander. Das Aushängeschild der Deutschen Demokratischen Republik seinerzeit. Heute spielen wir in der Regionalliga Nordost. Haben, glaube ich, mit Christian Benbenek einen überragenden Trainer vor der Saison verpflichten können. Die Mannschaft auch in diesem Spiel wieder gut eingestellt hat. Martin, wo geht die Reise in dieser Saison noch hin? Was glaubst du? Tja, das werden wir gleich sehen. Aber jetzt hier nochmal. Rummel mit einer Flanke nach innen. Aber Influenza ist auf dem Posten. Zitlak stört sofort wieder und versucht sich, aber es sind nur noch wenige Minuten bis zur Pause. Der BFC versucht es nochmal aus Einlagen irgendwie doch noch zum Torerfolg zu kommen. Ah, da war jetzt aber auch schon ein bisschen Verzweiflung dabei, aus meinem Gefühl. Da ist der Gast einfach aktuell effektiver. 3 Torschüsse, 3 Tore. Da zeigt sich die Qualität von Arthur Viral, Quarantinier, Georges Pest. Da hat es der BFC schon recht schwer zu bestehen und natürlich auch solche Spieler dieses Kalibers vom Tor wegzuhalten. Der Schiedsrichter zeigt 4 Minuten Nachspielzeit an. Obwohl es keine lange Wartezeiten gab, 4 Minuten Nachspielzeit, das ist ordentlich. Ja, da kann man aber vielleicht was draus machen. Der BFC nochmal im Angriff. Lewandowski, Lukas Brumme, er hat eine gute linke Klebe. Schulz, Kaczewski, Breitfeld, Breitfeld, er vertändelt sich dann mittel an der Außenseite. Polasch dreht sich gut. Ja. Aber Corona-Covid mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, das muss man sagen, hinten aktuell
sicher wie ein Bollwerk. Kein Durchkommen für den BFC Dynamo an dieser Stelle. Ja, die Innenverteidigung, Erkältung und Desinfektion räumen da hinten ordentlich ab. Lassen nur ganz wenige Torchancen zu für den BFC. Da muss Christian Benbenek in der Halbzeitpause ansetzen. Wie unser Teammanager Jörn Lenz die Partie bis dato gesehen hat, wird er gleich mit dir in der Halbzeit analysieren. Es laufen die letzten Sekunden. Dr. Quarantäne müsste dann auch gleich zur Pause bitten. Ja. Ja, Polasch mit der letzten Chance, vermutlich der ersten Halbzeit. Drückt hier nochmal ab, aber nicht kräftig genug. Kein Problem für den Schlussmann. Das war's, der Schlusspfiff der ersten Halbzeit. Der BFC Dynamo geht mit einem 1:3 in die Katakomben des Stadions. Zweifacher Torschütze Arthur Viral. Er kann zufrieden sein mit seiner Leistung. Ich denke, der wird mit General Wuhan gleich kaum Gesprächsbedarf haben. Dafür unser Trainer Christian Benbenek vermutlich viel mehr. Da muss man sich jetzt natürlich schon ein bisschen was einfallen lassen, wie man in der zweiten Halbzeit auf den Gegner an der Stelle reagieren will. Es ist natürlich auch schwer. Corona, ein sehr unangenehmer Gegner, der bis dato auch noch nicht ganz klar war, wie soll man reagieren. Es gibt wenig Videoaufzeichnungen davon, es gibt wenig bisherige bekannte Analysen dazu. Wir haben natürlich in den letzten paar Wochen und Monaten viele Wissenschaftler und Mediziner daran arbeiten sehen und hören. Es kommen täglich fast neue News darüber raus, die wir natürlich alle schon mit Spannung irgendwo begleiten. Aber ein richtiges Gegenmittel fehlt noch an der Stelle. Man sieht es, der BFC ist noch nicht richtig mit im Spiel. Aber es sind noch 45 Minuten. Hier sehen wir auch nochmal die Wiederholung der Highlight-Szenen. Wir sehen nochmal die Wiederholung des einzigen Treffers des BFC Dynamo. Oni Gabuczewski nach einer schönen Reingabe von der linken Seite drückt er also ab, wie wir von Martin gelernt haben, mit der Innenseite, mit dem Innenriss. Ja, davon wollen wir mehr sehen in der zweiten Halbzeit. Tore sind das Salz in der Suppe. 5 Euro ins Phrasenschwein. Günther Jauch hat einmal gesagt, diesem Spiel fehlt ein Tor. Bei welchem Spiel war es, Martin? Das war bei Real Madrid. Sensationell. Dafür bekamen die Jungs auch den Grimme-Preis. Ja, wir grüßen an der Stelle natürlich alle Kommentatoren in Quarantäne, die sich ihre Zeit gerade aktuell vertreiben. Das ist wirklich alles, was irgendwie ihnen vor die Nase kommt, kommentiert. Schönen Gruß von uns hier aus der Kabine. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder eurem Job nachgehen könnt und wir euch live bei den Fußballspielen sehen und hören können. Jetzt gehen wir ab an den Stadionrand. Und jetzt am Spielfeldrand mit dem Telefon in der Hand unser Teammanager Jörn Lenz. Lenzer, 1:3 zur Halbzeit. Hat uns Corona etwas überrascht? Also das kann man schon so sagen. Wir haben zwar mit einer unangenehmen Spielweise gerechnet, aber dass sie so ekelhaft und virenhaft belastet ist, damit haben wir wohl dann doch nicht gerechnet. Ansonsten würde das Ergebnis jetzt nicht zur Halbzeit stehen und da müssen wir natürlich eine Schippe rauflegen. Lenzer, was wird der Trainer in der Halbzeit sagen? Gibt es gegen Corona ein Gegenmittel? Ich denke, die Abwehr muss stabilisiert werden. Wir haben in der abgelaufenen Saison bisher hinten sehr gut agiert. Die Jungs haben da einen sehr guten Job gemacht. Müssen natürlich dann auch die zweite Halbzeit nach vorne aggressiver spielen. Die ekligen Typen alle ein bisschen mehr unter Druck setzen und Torchancen erzwingen, erarbeiten. Und dann denke ich mal, wird es auch in eine andere Richtung in die zweite Halbzeit. Spielerwechsel jetzt in der Halbzeit. Was glaubst du, wird der Trainer machen? Wird er den einen oder anderen neuen Spieler reinbringen? Und auf jeden Fall wird es sicherlich Wechsel geben in der zweiten Halbzeit. Die Jungs sind alle heiß, vorm Spiel schon gewesen, das hat man gemerkt. Der Trainer hätte am liebsten alle aufgestellt, geht leider nicht. Aber ich glaube, die reinkommen und der Rest drückt hier absolut die Daumen, die reinkommen, werden Vollgas geben. Wir wollen natürlich das Ergebnis am Ende für uns gestalten und Corona hier aus dem Stadion schießen, weil die haben hier nichts zu suchen. Das ist einfach mal der Fakt. Und so werden die Jungs, glaube ich, zweite Halbzeit auf die Werke gehen. Weiter geht's im Schulz-Hotel Stadion der Weltjugend. Schiedsrichter Dr. Quarantäne hat den Ball freigegeben. Beide Mannschaften gehen unverändert in die zweite Halbzeit. Christian Benbenek lässt sich wohl noch etwas Zeit, hat den Jungs hoffentlich die richtigen Töne mitgegeben. Stimmung weiterhin prächtig im weiten Rund. Das Stadion ist gut gefüllt, ausverkauft. Ich glaube, das ist schon eine tolle Stimmung, die unsere BFC-Fans hier also auf die Bühne gestellt haben. Wir bedanken uns also wirklich recht herzlich für jeden Einzelnen, der heute hier dran teilnimmt. Ich hoffe, ihr habt bisher genauso viel Spaß wie wir an diesem Spiel. Das Ergebnis könnte halt noch ein bisschen besser sein, aber da werden unsere Jungs jetzt dran arbeiten. Eckball, Ronny Gabuczewski.
aber sichere Beute für Influencer. Kein Problem für den spanischen Schlussmann. Weiter Abschlag. Der Gegner hat doch gewechselt. Juez Fibar ist im Spiel. Der Kolumbianer ist jetzt dabei. Juez Fibar, wenn er kommt, wird es meistens gefährlich. An der rechten Außenseite. Jetzt Zitlak. Und was für ein Foul! Grätsche von hinten, aber mit wirklich beiden Beinen geht er da rein. Arthur Vidal sieht hier an der Stelle zu Recht die rote Karte. Der zweifache Torschütze somit nicht mehr dabei. Das ist eine richtige Schwächung für den FC Corona. Aber was beschwert er sich denn da überhaupt? Na, klarer geht's nicht. Wir sehen es hier nochmal deutlich. Boah, mit offener Sohle von hinten in die Beine. Das hätte selbst ein englischer Schiedsrichter niemals durchgehen lassen. Also, der FC Corona an der Stelle mit einem Mann ab sofort weniger. Erkältung, Schnupfen, Migräne. Ein guter Spielaufbau jetzt von hinten, von Corona. Versucht natürlich unsere Jungs da ein bisschen müde zu laufen, zu schwächen. Die Zeit spielt da für sie. Juez Fibar auf Ismi Übel. Aber Chris Rea. Eine Bank da hinten drin. Kam von Victoria 1899. Ich finde, seitdem er auf die Innenverteidigerposition gewechselt ist, eine wirklich hervorragende Besetzung von Trainer Christian Benbenek. Dennis Zitlak auf Andy Polasch. Joe Breitfeld. Andy Polasch bringt den Ball raus auf Dennis Zitlak. Er ist noch ein bisschen klein nach rechts außen. Dann bricht er komplett ab. Jetzt erneut der Spielaufbau von hinten. Über Schulle. Er schwimmt den Ball ab, aber dann verliert er ihn gegen Juez Fibar. Jetzt geht's schnell. Carantinho. Aber Philipp Schulz. Gute Aktion, gut nach hinten mitgearbeitet. Holt sich den Ball also wieder. Auf geht's, nächster Angriff. Jungs, ich kann euch nur darum bitten, denkt auch an die Zeit. 53. Minute. Der FC Corona führt noch mit 3:1. Andi Polasch. Und sie Dreh- und Angelpunkt. Nicht nur heute im Spiel. Da hätte der Luis van Gaal mal gesagt, der Aggressive Leader. Jetzt wird abgelegt. Philipp Schulz trifft den Ball nicht richtig. Ja, ich würde eher sagen, schon ein Schüsschen direkt in die Arme. Das kann er besser. Damals gegen Bischofswerda schoss er ja fast das Tor des Monats. Fast von der Mittellinie in den Dreiangel. Wenn ihm heute so ein Treffer gelingen würde, das hätte etwas. Martin, ich hoffe generell, die Quarantäne bzw. die Isolation geht für alle vorbei. Meine große Befürchtung war, es dauert so lange, bis Martin wieder Haare wachsen. Also, sehr lange. Liebe Fußballkameraden, liebe Fußballfreunde da draußen an den Bildschirmen, wir wünschen euch natürlich in dieser Zeit mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Lachen, dass ihr uns dort jetzt die Treue haltet. Christian Benbenek, wir sehen es hier, wechselt also jetzt das erste Mal aus. Hinein mit der Nummer 4, Michael Blum für Charlie Schaal. Mister zuverlässig, oder? Ja, hat eine gute Partie abgeliefert, ist jetzt aber müde und jetzt kommt nochmal mehr Routine für den BFC. Mit Blum eine weitere Alternative, vor allen Dingen auch bei hohen Bällen. Absolut. Michael Blum stand in allen Spielminuten, die es diese Saison gab, auf dem Platz für den BFC Dynamo. Eine ganz sichere Bank. Interessante Spielerkarriere. Hat auch unter anderem bei Chemnitz gespielt. Ich denke auch eine ganz tolle Verstärkung, die unseren Verantwortlichen dort also in der Sommerpause geglückt ist. Man hat den Kader, finde ich, gut verstärkt. Darauf lässt sich definitiv aufbauen. Jetzt am Ball. Starker Husten. Auf George Pest. Juez Fibar. Fenster mal schön eingeblendet. Eckball. Da sehen wir Michael Blum. Also mit der ersten Aktion. Da bringt er gut. Hier sehen wir es ganz genau. Den Ball. Also zur Außenlinie. Abschlag. Doppelwechsel. Christian Benbenek wechselt also aus. Runter gehen also der Stürmer vorne mit der 23
unser Mateusz Lewandowski und Dennis Zitlak. Neu im Spiel damit Felix Krüger und Andor Bojicki. Er möchte ja nicht Felix Krüger genannt werden, also Lukas Krüger natürlich an der Stelle. Wir gehen hier weiter mit dem Eckball für den FC Corona. Sichere Beute für unser Nummer 79, Kevin Sommer. Weiter Abschlag, da recht nach außen. Ist mir übel. George Pest. Tarantino legt den Ball quer. Migräne. Legt ab, hohes Fieber und... Aber Sommer auf Kevin Sommer, unsere Nummer 79. Mit einer wichtigen Parade an dieser Stelle. Was für ein Reflex. Mit dem Kopf. Mit dem Kopf zur Ecke. Das war die Chance für den eingewechselten hohes Fieber. Normalerweise lässt er solche Bälle nicht liegen. Aber Kevin Sommer, eine sichere Bank. Ja, auch nochmal ein gefährlicher Eckball. Sehen wir die Torschance nochmal. Kevin Sommer mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Spucke, mit ein bisschen Blut hält er uns hier an der Stelle im Spiel. Andere Torhüter werden dort wahrscheinlich erstmal verletzt liegen geblieben. Aber unser Kevin, der schüttelt sich zweimal und sagt, weiter geht's. Das ist der Grund, warum wir ihn auch so wertschätzen beim BFC Dynamo. Hat, glaube ich, alle Mannschaften einmal durchlaufen, von der Jugend bis hoch über die zweite Mannschaft ist er also... Seit 2017 fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Überragende Identifikationsfigur. Gerade für die Jüngeren. Einer, der die Mannschaft auch antreibt von hinten heraus. Lautstark das Spiel begleitet. So ein Torwart wünscht sich, glaube ich, jeder Mitspieler. Jetzt geht es hier weiter. George Pest. Da merkt man bei dem Iren die Erfahrung. Stellt den Körper dazwischen, schirmt den Ball schön ab und verteilt ihn dann ganz ruhig weiter. Schutz, Husten, aber Lukas Krüger dazwischen. Guter Einsatz hier in der Außenbahn. 64. Spielminute. Die Zeit läuft gegen den BFC Dynamo. So langsam muss was Zählbares bei rauskommen. Starker Husten. Aber Blume ist vor hohes Fieber da und klärt zur Ecke. Mr. Zuverlässig. Glaube ich, wirklich eine gute Einwechslung von Christian Benbenek an der Stelle zur Stabilisierung der Abwehr. Gegen diesen Gegner, gegen Corona, musst du sicher sein in der Abwehr. Jetzt der Eckball. Rechts vom Tor weg. Aber direkt in die Arme. Kevin Sommer pflückt den Ball runter. Jetzt mit einem weiten Abschlag. Den Ball kann man leider nicht vorne festmachen, aber man holt ihn sich zurück im zweiten Anlauf. Gabuszewski im Mittelkreis, bringt den Ball nach außen zu Schulz. Ja. Insgesamt zu zerfahren die Partie des BFC Dynamo. Viele Ballverluste im Mittelfeld. Trotz der Überzahl bis dato noch nichts von diesem Vorteil für den BFC zu spüren. Es fehlen so ein bisschen die geraden Bälle nach vorne, um die schnellen Stürmer dort auch mit einzubinden ins Spiel. Komm, Männer, auf geht's. 25 Minuten sind noch ungefähr zu spielen. Ich denke, da ist noch einiges möglich. Denken wir an Champions League Finale 1999. Manchester United. 2 Tore, 2 Minuten. Schönen Gruß an die Bayern an der Stelle. Philipp Schulz. Toni Gabuszewski. Auf Andor Bojicki. Dreht sich gut. Jetzt. Hoffentlich setzt man sich jetzt vorne, also in der gegnerischen Hälfte, jetzt ein bisschen mehr fest. Ronny Gabuszewski läuft raus zum Eckball. 33 Jahre aus Sachsen. Heute bei uns, unser Kapitän, jetzt beim Eckball. Gut rein. Ein Stück zu weit. An Freund und Feind vorbei, direkt ins Aus. Einwurf für den FC Corona. Mundschutz. Mit dem Ball.
Bringt ihn also wieder zurück ins Spiel. Auf den Chinesen Schnupfen. George Pest kommt in der zweiten Halbzeit jetzt noch ein bisschen blass. Seine Stärke wird also immer geringer. Ist mir übel. Okay, die Uhr ist Fieber. Jetzt mal einen Fuß dazwischen bringen. Und der Zweikampf deiner Außenlinie von Philipp Schulz. Fuß vor. Ah, Chris Rea stellt sich dem Gegner dort an der Stelle entgegen. Jetzt muss es mal schnell gehen. Auf Lukas Brumme, alleine vorm Tor. Lukas Brumme legt ihn quer. Lukas Felix Krüger. 2:3. Wir sind drin. Der BFC Dynamo gelingt dem den Anschlusstreffer. Wunderbar gespielt vorne von Andi Polasch in die Spitze. Auf Lukas Felix Krüger, der den Ball also hier querlegt. Nein, Verzeihung, es war Lukas Brumme, der den Ball also auf den anderen Lukas, auf Lukas Krüger querlegt, der ihn also mit der Innenseite reinschiebt. 2:3. 72. Spielminute. So kann es weitergehen. Martin. Da hat Christian Benbenek ganz deutlich bewiesen, dass er ein Gespür hat bei Einwechslung. Das erste Tor des eingewechselten Lukas Krüger. Jetzt nur noch ein Torrückstand. 17 Minuten noch zu absolvieren und der BFC ist in Überzahl. Jetzt gilt es gleich den Druck aufbauen, gleich hochhalten die Spannung. Ja, die Fans sind da, man hört es im Hintergrund. Wie reagiert der FC Corona an der Stelle? Quarantino legt den Ball jetzt erstmal quer, George Pest auf hohes Fieber. Ist mir übel. Die Fans sind da, ich habe es gerade eben gesagt. Jetzt ist hier Stimmung im Hexenkessel. Das wird ein heißer Tanz. Gleich bricht die letzte Viertelstunde des Spiels an. Das Stadion steht geschlossen hinter unserem BFC Dynamo. Philipp Schulz setzt sich da gut durch. Guter Zweikampf. Joey Breitfeld zieht in die Mitte. Schulz sichert sich wieder den Ball. Auf Micha Blum. Hacke Spitze 1-2-3. Aber Andi Polasch ist da. Der Aggressive Leader. Ja, man versucht jetzt, man merkt es beim BFC, den entscheidenden Stich zu setzen. Philipp Schulz. Ronny Gabuczewski, der bringt den Ball gut nach außen. Auf Felix Krüger. Lukas Felix Krüger mit dem Ball in die Insel. Ja, dann bringt der Gegner den Ball. Also raus aus dem 16er. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Der BFC drückt. Polasch. Bojicki. Bojicki. Polasch. Bisschen in Rücklage. Leider wieder übers Tor. Nicht so schlimm. Weiter geht's. Man merkt so eine leichte Verunsicherung jetzt beim Gegner, Martin, oder? Ja, da scheinen die Kräfte langsam zu schwinden. Noch 12 Minuten. Ich glaube, das wird hier noch richtig dramatisch. Man kann uns ja allen nur wünschen, dass wir also schnell das Gegenmittel gegen Corona finden, damit wir schnell wieder zur Normalität finden, zur alter Stärke zurück. Aber Quarantino. George Pest. Ja, das sieht gut aus. Flüssiger Ball. Gut gespielt hier auf die Außenseite von Andi Poller. Schau auf Lukas Brumme. Er zieht in die Mitte. Bojicki. Da bringt der Gegner den Ball. Jetzt doch wieder raus. Aber man bleibt dran. Gut, der Zweikampf von Christian Tag, der da schnell reagiert. Ronny Gabuczewski. Dieser Ball ging knapp links vorbei. Seit dem Wechsel von Christian Benbenek mit den beiden Wechseln Krüger und Bulicki deutlich mehr Zug zum Tor im Spiel. Da war die Chance zum Ausgleich. Man sieht hier nochmal beim schönen Blick ab ins weite Rund. Es kocht, es ist Emotion. In diesem Spiel ist alles drin, was ein Fußballspiel haben muss. 90 Minuten pure Energie aus dem Stadion. Der 12. Mann ist also da und peitscht die Jungs nach vorne. Micha Blum. Brumme. Blum. Zentral. Ando Bojicki. Traumtor mit der Innenseite. 3:3. Ich werd verrückt. Irre. Wahnsinn. Und noch 10 Minuten zu spielen rund. Das
kann hier wirklich noch etwas ganz Großes werden. Der Ausgleich für unseren BFC Dynamo, also in der 82. Spielminute. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Andobojiki trifft den Ball wunderbar mit der Innenseite. Da kann sich der Torwart strecken, wie er will. Den Ball kriegt er nicht. Und schon steht es 3:3. Das Spiel ist offen. 3:3, zwei Tore durch die beiden eingewechselten Stürmer. Da hat Christian Benbenek wirklich ein glückliches Händchen bewiesen. Pure Erleichterung auf den Rängen, auf den Trainerbänken. Alles springt auf. 3:3. Martin, wir oben kommen ja auch richtig ins Schwitzen. So ein Spiel haben wir lange nicht erlebt. Ja, das Spiel ist wirklich fesselnd, packend. Da kann man wirklich sagen, hier kommen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Die 70.000 Zuschauer hier im Stadion. Das wird jetzt nochmal richtig heiß hergehen. Ja, aber mit Corona ist immer zu rechnen. Wird es da nochmal eine zweite Welle geben? Es bleibt abzuwarten. Die Abwehr muss stehen. Brumme mit viel, viel Laufarbeit da auf der Außenbahn. Macht ein richtig gutes Spiel. Gute Szene. Da links außen Lukas Brumme. Da muss man sich auch mal den gelben Karton abholen. Um auch mal den Gegner an der entscheidenden Stelle zu stören. Aber er macht es geschickter als Arthur Viral, der ja vorhin mit dem Platzverweis dafür gesorgt hat, dass der BFC hier also mit einem Mann Überzahl spielt. Lukas Brumme. Sehen wir hier nochmal eine Wiederholung. Holt sich die gelbe Karte also ab. Wichtig an dieser Stelle, Corona also zu stören, immer wieder unter Druck zu setzen. Dieser Gegner lässt also uns auch keinen Raum. Da muss man also kräftig auch gegenhalten. Wichtig an der Stelle. Aber jetzt der Ball von außen. Hohe Konzentration in der Innenverteidigung. Der Ball kommt von außen, wird reingetreten. Ball kann geklärt werden. US-Fieber. Der rechten Außenseite. Im zweiten Anlauf für den FC Corona. George Pest kann den Ball gut sichern. Nimmt ihn runter. Mundschutz auf der rechten Seite. Ballgewinn des BFC Dynamo. Jetzt muss es schnell gehen. Vorne in die Spitze. Ja, Lukas Krüger. Oh. George Pest. Das ist das Ende der Pest. Das ist also die Auswechslung. Für ihn kommt rein. Neu die Nummer 18. Artem Not. Der Ukrainer. Ja. Wenn er kommt oder wenn er da ist, dann wird es wirklich schwierig. Da muss man sich auch gut drauf einstellen. Da braucht man also viel Unterstützung auch von außen. Aber weiter geht's hier an der Stelle. Lukas Brumme zieht in die Mitte. Lukas Brumme legt ab. Oh. Aber dann nur ein Schüsschen. Der Ball geht knapp vorbei. Philipp Schulz. Da rutscht der Ball ein bisschen über den Spann. Ist aber auch nicht sein starker. Obwohl er ja doch eigentlich sehr beidfüßig schon ist. Ein großes Talent, Philipp Schulz. Hat sich, wie gesagt, wunderbar entwickelt beim BFC in den letzten 2-3 Jahren. Hat unheimlich an Konstanz gewonnen. Mittlerweile Denker und Lenker im Mittelfeld. Und immer gut für ein wichtiges Tor. Micha Blum schlägt den Ball in die Mitte. Das sieht jetzt deutlich wirklich danach aus, dass wir hier zum Ende des Spiels hoffentlich noch den Lucky Punch setzen können. Wenn nicht, gibt es also die Verlängerung an der Stelle. Ist der Gegner noch dazu in der Lage? Oder haben wir ihn schon so weit geschwächt? Mal sehen, was der Schiedsrichter also in der Nachspielzeit auch anzeigen wird. Andi Pollasch. Jetzt muss der Lucky Punch sitzen. Gut, auf Philipp Schulz. Nochmal 4 Minuten Nachschlag zeigt Dr. Quarantäne an. Das wird jetzt ein Spiel auf der letzten Rille. Da sind wir gespannt. Gibt es hier einen Sieger, beziehungsweise muss es in die Verlängerung gehen? Ist mir übel auf der linken Außenseite nochmal. Ah, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der FC Corona versucht sich jetzt hier schon tatsächlich in die Verlängerung zu schleppen. Wird es da also eine zweite Runde, einen Nachschlag für sie geben? Oder schafft es der BFC Dynamo, sich also hier dem Gegner so entgegenzustellen? Migräne, Schnupfen. Migräne, das kennt man in jedem deutschen Schlafzimmer. Erkältung. Unbeliebt. Und Mundschutz. Ganz neu. Den gab es vorher so noch nicht. Philipp Schulz.
Ball rein auf Ronny Gabuczewski. Und Tor! Tor! Ronny Gabuczewski! Liebe Damen zu Hause, seien Sie mutig, nennen Sie Ihren Sohn ab sofort Ronny. Unser Ronny Gabuczewski trifft zum 4:3, Martin! Wahnsinn! Das Stadion explodierte quasi. 4:3, kurz vor Schluss der Partie. Das sollte die Entscheidung gewesen sein. Das Stadion kocht hier selbst noch eine Wiederholung. Was für ein schöner Treffer. Seitfallzieher trifft ihn perfekt in den linken Angel. Da hat der Gegner keine Chance. Da guckt der gegnerische Torwart Influencer den Ball nur noch nach und holt ihn aus den Maschen. 4:3, unser BFC Dynamo. Gelingt hier also im letzten Schlussspurt noch der entscheidende Treffer. Wahnsinn! Meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen an den Monitoren. Der BFC Dynamo. Unglaublich. Wunderschön. Was für ein Spiel. Was für eine Gänsehautatmosphäre hier im Stadion. Es kocht. Und da ist der Schlusspfiff. Schlusspfiff aus. Vorbei. Schluss. Unser BFC Dynamo gewinnt gegen den FC Corona Covid-19 mit 4:3. Martin. Ja, ich bin sprachlos. Was für ein Happy End der BFC Dynamo. Wirklich mit einer Kraftleistung nach der roten Karte gegen Arthur Viral. Muss man ganz ehrlich sagen, hat der Mannschaftskapitän viel Verantwortung übernommen, hat die Bälle verteilt und Trainer Christian Benbenek zwei Wechsel und beide Stürmer treffen. Wahnsinn. Ja, das waren gute, clevere Wechsel von Christian da. Kurz nach der Halbzeitpause. Nach der ersten Halbzeit, Martin, muss man ja so deutlich sagen, 1:3 hinten, dann gehst du in die Kabine, da lässt du wahrscheinlich als Spieler auch schon ein bisschen den Kopf unten, aber dann kommt der Trainer und feuert dich an der Stelle nochmal an. Wahnsinn! Wir gewinnen also mit einem spannenden Schlussspurt dieses Spiel noch mit 4:3. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern da draußen. Wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Es folgt gleich im Anschluss die Pressekonferenz. Martin hat dort also einige interessante Pressevertreter zu Gast eingeladen, die also ihre Fragen an die beiden Trainer richten werden. Aber vorab schalte ich nochmal an den Spielfeldrand zu unserem Wirtschaftsratsvorsitzenden Peter Mayer. Peter, so kurz nach dem Spiel. Das war ein schwieriger Gegner, ein fieser Gegner. Wir hatten eine schwere Vorbereitung. Was geht dir jetzt aber so kurz nach dem Spiel? Was geht dir durch den Kopf? Hallo Matze. Ja, war natürlich das erwartet schwierige Spiel. Unsere Mannschaft hat gegen diesen fast unbezwingbaren Gegner ja bis zum Schluss alles gegeben. Sie haben gekämpft, sind an ihre Grenzen gegangen und haben uns einen unglaublichen Kampf geboten. Ja. Und wenn man das so betrachtet, glaube ich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel war, dass es ein historischer Sieg heute war, der in unsere Geschichte eingehen wird und damit für immer in unseren Erinnerungen bleibt. Die Mannschaft hat gefühlt nach dem 0:2 am Boden gelegen, Peter. Was nimmt man in so einem Ereignis? Wie geht man damit um? Was gibt man den Jungs auf diesem Weg mit? Unsere Spieler waren in der Tat zur Halbzeit sehr verunsichert. Corona war halt bärenstark und sie haben halt gezweifelt, ob sie es noch schaffen können, das Spiel zu drehen. Doch unser Trainer hat es wirklich gut gemacht. Er hat dann in der zweiten Halbzeit komplett umgestellt und die Wechsel haben dann ja im Endeffekt neuen Schwung gebracht und waren halt auch die Grundlage, um das Spiel zu gewinnen. Persönlich konnte ich in der Halbzeit nicht viel tun, außer unsere Jungs zu motivieren und ihnen den Glauben an den Sieg zu vermitteln. Und ich habe ihnen halt mitgegeben, dass wir BFC ja unser ganzes Leben immer wieder aufgestanden sind, wenn wir am Boden gelegen haben. Und wenn wir dachten, das ging nicht weiter, haben wir immer wieder gekämpft und haben alle dafür getan, dass man das trotzdem schafft, auch wenn man uns immer schon abgeschrieben hatte. Die Spieler haben sich jetzt zu Herzen genommen und ich bin froh, dass wir diesen Gegner heute besiegen konnten. Peter, dieses Spiel in so kurzer Zeit zu organisieren und so auf die Beine zu stellen, das muss ein Riesenaufwand gewesen sein. Vielleicht kannst du uns dazu kurz etwas sagen? Zuerst hatten wir alle Bedenken, ob wir so ein Spiel mit am Ende über 70.000 Zuschauern in dieser schwierigen Zeit überhaupt organisiert bekommen. War für uns komplettes Neuland und natürlich eine wirklich Herkulesaufgabe, die da vor uns lag. Und umso mehr bin ich deshalb stolz darauf, was wir alle zusammen geleistet haben und was wir hier wirklich erreicht haben. Und möchte mich natürlich bei allen Unterstützern, Sponsoren und natürlich bei allen unseren Fans wirklich recht herzlich bedanken. Es waren so viele Schritte notwendig, um das Ziel zu erreichen. Und Stück für Stück haben wir das halt irgendwie umgesetzt. Und wenn ich daran denke, speziell an die Erweiterung der Zuschauerkapazität, als die Schulz-Hotel-Gruppe innerhalb von nur einer Woche diese gesamte Stadion umgebaut hat, ja, und
dass wir mit Hilfe von Narkov Lind heute wirklich die Auflagen erfüllen konnten und alle Zuschauer kostenlos mit Mundschutzmasken ausstatten konnten. Das hat uns extrem geholfen und uns weitergebracht. Ja. Die Arbeit von unserem Architekten Sven Franke war natürlich Weltklasse und auch Roax Media, die heute mit mehreren Übertragungswagen vor Ort sind und die Live-Übertragung sicherstellen. Super. Ja, das ist Wahnsinn. Und weiterhin geht natürlich ein Riesendank von mir an unsere Hauptsponsoren, die DWB Holding, die Unitec, die Köpenicker Gebäudereinigung, Generalagentur Schielke, an Frank Lienig von der Wildfrucht Lienig, an Bodendesign Niemann, sowie und natürlich an alle unsere Partner, Club 1966, sowie unsere Förderclub-Partner und so viele unendlich andere, die uns geholfen haben, die ich jetzt hier vergessen habe aufzuzählen, aber alle haben keine Sekunde gezögert, uns zu helfen und das hier heute möglich zu machen. Dafür wirklich tausend Dank, Jungs. Peter, deine abschließende letzte Frage. Was glaubst du, wie geht es weiter mit unserem BFC Dynamo? Wie viele Vereine auch, leiden natürlich auch wir brutal unter der aktuellen Situation und auch wir stehen natürlich vor einer ungewissen Zukunft. Wir haben wahrscheinlich in den nächsten Monaten weiterhin keinen Fußball und dadurch sind wir wirklich auf finanzielle Hilfe angewiesen. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit unseren Fans im Rücken und vielleicht noch den einen oder anderen neuen Sponsor, der uns helfen wird, das irgendwie zusammen schaffen. Ja, wir sind wirklich so viele und wenn wir alle zusammen helfen und zusammenhalten, dann werden wir das hinbekommen. Ja. Ich möchte zum Abschluss im Namen wirklich aller Verantwortlichen des BFC Dynamo noch eine kleine Botschaft nach draußen senden, denn die Gedanken von uns, die sind bei euch da draußen. Ja, bei allen denen, die es zurzeit nicht so gut haben, denen es vielleicht wirklich zurzeit nicht gut geht, die krank sind, die halt wirtschaftliche Probleme haben, die halt einfach momentan so ein bisschen am Boden sind und verzweifeln. Ja, dieses Spiel, was hier heute stattgefunden hat, unser aufopferungsvoller Kampf, den wir heute hatten, der historische Sieg heute, der hat vielleicht euch ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert und der schenkt euch vielleicht so ein bisschen Zuversicht für die Zukunft, egal was da alles noch kommt. Ja. Bleibt da draußen alle gesund, passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf, helft euch gegenseitig und denkt immer daran, wenn wir den FC Corona besiegen konnten, dann könnt ihr das auch. Hier sind wir zu Haus, und das ist unser Leben. Hier spielen unsere Jungs, die alles für uns geben. Wenn ich mich umseh, seh ich etwas Großes, etwas Großes, unserem BFC. So ist unser Leben, so ist der BFC. BFC, weinrot-weiße Leidenschaft, serienweise Meisterschaft. BFC, BFC ist unsere Leidenschaft. Und damals in der Mauerstadt ist Dynamo voller Stolz erwacht. 1966, von uns geliebt, von anderen gehasst, doch niemals gekniet oder angepasst. Weinrot-Weiß Dynamo, ich sehe Erfolge der Vergangenheit, die stehen für die Ewigkeit. Für immer BFC. Jetzt auf mit vereinter Kraft, mit Leidenschaft und Meisterschaft. BFC, BFC.
herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zum virtuellen Benefizspiel zwischen unserem BFC Dynamo und dem FC Corona Covid-19. Endstand 4:3 vor 70.000 Zuschauern im Schulz-Hotel Stadion der Weltjugend. Und nun die Pressekonferenz. Die beiden Trainer, General Wuhan bzw. Christian Benbenek für unseren BFC Dynamo. Wir würden an dieser Stelle jetzt gerne General Wuhan auch zum Spielverlauf fragen, aber er kommt leider nicht zur PK. Er ist sehr arg angesäuert über den Endstand von 4:3 in den Schlussminuten. Christian, daher an dich die Frage, wie lautet dein Fazit zu den absolvierten 90 Spielminuten? Zuallererst mal, denke ich, dürfen wir nicht vergessen, dass unser letztes Spiel vom 28. Februar stammt. Das heißt, vor gut 8 Wochen haben wir die Hertha auswärts mit 7:4 geschlagen. Es war ein großartiger Auftritt von uns, ein tolles Fußballspiel. Und danach kam eine sehr lange Pause, dass es eigentlich klar war, dass wir heute erstmal ein bisschen brauchen, um den Rhythmus zu finden. Wir hatten in der Zeit genügend Möglichkeit, den heutigen Gegner zu studieren, wussten auch, wie gefährlich die Mannschaft ist, wie unfair diese Mannschaft auch sein kann. Das hat sich dann später in der zweiten Halbzeit nochmal bei der roten Karte gezeigt. Wir waren aber gut vorbereitet, bis auf die Anfangsphase, wo wir dann gleich in Rückstand geraten, die Anfangsnervosität dann weg war, haben wir immer mehr Spielkontrolle gekriegt. Ein Riesendank an unsere Fans, die uns durch diese 90 Minuten getragen haben und auch bei Rückstand uns immer wieder nach vorne gepeitscht haben. Das war mitentscheidend dafür, dass wir das Spiel drehen konnten und zum Schluss aber dann verdient gewonnen haben. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an den Trainer? Mein Name ist Michael Achmann, ich berichte für die Deutsche Presseagentur. Eine Frage an den BFC-Trainer, Herr Benbenek. Was ist es für Sie als Trainer für ein Gefühl, wenn Ihnen die Mannschaftsausstellung durch die eigenen Fans diktiert wird? Ja, dann erstmal einen schönen guten Tag von meiner Seite. Herr Lachmann, danke für die Frage. Es war heute nicht nur ein Spiel gegen die Agro-Jungs vom FC Corona. Es war auch ein Spiel, wo es um die Existenz unseres Vereins ging. Und was ist ein Verein ohne seine Fans? Es ist gar nichts. Von daher waren das die Nominierung, die Aufstellung, die die gesamte BFC-Familie heute sehen wollte. Bin aber trotzdem davon überzeugt, dass egal welche Aufstellung es heute gegeben hätte, egal welche Jungs aufgelaufen wären, gegen diesen Gegner war jeder top motiviert und ich war mir sicher, dass heute jeder alles gibt, um zu gewinnen. Herr Benbenek, wie man heute vor allem in der ersten Halbzeit gesehen hat, war der Gegner sehr kleinwendig, ganz schwer zu packen. Was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Halbzeitpause mit auf den Weg gegeben, damit Sie dieses Spiel doch noch gewinnen konnten? Ja, vollkommen richtig. Eine sehr wuselige kleine Mannschaft, die sehr beweglich ist. Mir war in der Halbzeitpause wichtig, dass wir mehr eigene Ballkontrolle haben, den Gegner damit auf Abstand halten, den Ball schneller laufen lassen, mehr Chancen kreieren. All diese Sachen haben wir in der Halbzeitpause nochmal angesprochen und zudem nochmal der Hinweis, sich nicht provozieren zu lassen, weil die ganze Zeit schon in der Luft lag, dass die Spieler von Corona irgendwann die Nerven verlieren. Und genauso ist es dann auch gekommen. Rote Karte hat uns natürlich dann gut getan, dadurch hatten wir noch mehr Kontrolle und konnten das Spiel dann drehen. Harry Ramin von der Fußballwoche. Herr Benbenek, eine kurze Frage. Welchen Stellenwert hat denn dieses Spiel, dieser Sieg für Sie? Ja, den Stellenwert können Sie, glaube ich, daran schon ablesen, dass heute 70.000 Fans hier im Stadion der Weltjugend den BFC Dynamo nach vorne gebrüllt, angefeuert, gepeitscht haben. In der Regionalliga spielen wir manchmal vor 1.000, 2.000, vielleicht mal vor 3.000 Zuschauern. Und heute bei diesem Gegner, wo auch jeder wusste, es geht auch gleichzeitig um die Existenz unseres Vereins, da waren alle wieder da, das zeigt, wie viel Kraft unser Verein immer noch hat. Ja, und was möglich ist, wenn alle da sind, alle zusammenhalten. Von daher könnte der Stellenwert gar nicht größer sein, um erstmal zu sehen, wie viele BFC-Fans es wirklich gibt, wie viele Unterstützer wir haben. Und nochmal ein Riesendankeschön an alle. Ohne euch da draußen hätten wir das Spiel heute nicht gewonnen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Christian. Sind doch tolle Schlussworte, die du jetzt hier gefunden hast zu dieser tollen Partie. Der BFC Dynamo, wie gesagt, 4:3 Sieger gegen den FC Corona Covid und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Liebe Sportfreunde, am Ende der Live-Übertragung möchten wir natürlich auf die Ernsthaftigkeit dieses Themas hinweisen. Wir sind uns der Verantwortung natürlich absolut bewusst. Corona betrifft uns alle und wir sind davon natürlich stark betroffen. Ja, als Verein möchten wir natürlich den zahlreichen Opfern gedenken, den Hinterbliebenen unser Mitgefühl ausdrücken und sind natürlich auch bei den vielen Erkrankten, dass sie baldigst genesen und drücken ihnen dafür die Daumen. Wir hoffen, dass wir uns natürlich das nächste Mal alle live sehen können, wenn wir uns wieder im Jahn-Sportpark treffen zum Regionalligaspiel unseres BFC Dynamos. Für mehr Informationen guckt doch gerne auf unserer Internetseite www.bfc.com.